Hey Leute und herzlich willkommen auf dem Player Sub Channel. Ich bin euer Silphi und ich habe das soziale Experiment gewagt. Und zwar habe ich eine Frage gestellt in einer LOL-Facebook-Gruppe, die hieß: Spiegelt eure Soten-Q-Elo euren Skill wieder? Man konnte ja, es gab nein und es gibt nochmal einen aus Joke: Meine Teammates halten mich zurück. Das Interessante dabei ist, dass wenn ich jetzt nur auf das Ja oder auf das Nein achte, ist circa 55% für Ja war. Also ja, meine Solo-Q-Elo spiegelt meinen Skill wieder. Und so 45% für Nein. Das fand ich super interessant. Ich bin da auch nochmal die Kommentare durchgegangen. Ich habe natürlich auch nochmal gefragt, warum und alles. Und ich habe mal die wichtigsten Kommentare da rausgeholt. Ich dachte mir, das ist vielleicht ganz interessant für uns, dass wir dann hier nochmal so eine Art Diskussion starten können und alles und jenem. Falls euch gegenseitig in die Kommentare, also falls ihr in die Kommentare reinschreibt, tut mir bitte den Gefallen und flamet euch nicht gegenseitig. Das wäre mir super lieb. Ja, ausnahmsweise sind wir hier nicht im Twitch-Chat, wir sind nicht auf YouTube. Ich glaube, die YouTube-Kommentare sind generell sogar schlimmer als Twitch, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, meine Freunde, es gibt jetzt mehrere Sachen, die ich euch vorlese. Das sind Kommentare von Leuten und ich werde, also es sind die, die für mich am interessantesten waren und ich werde dann auch zu denen meine Meinung sagen. Generell, dass ihr meine Meinung dazu wisst, Sun-Q-Elo spiegelt nicht ganz euren Skill wider. Es ist aber der beste Wert dafür. Gefühlt ist 80 bis 90% die Elo, die euch eure Sun-Q-Elo zeigt, auch euer wahrer Skill. Ne? Aber egal, jetzt kommen wir zu den Sachen. So. Philipp K. hat geschrieben: Solo-Q spiegelt alleine schon durch die reinste Form der Statistiken dein Skill wider. Jeder, der etwas anderes behauptet, hat einfach keine Ahnung. Es gibt da so einen schönen Vergleich von LS, koreanischer Challenger-Coach, zu dem Thema. Du bist eine austauschbare Variable. Wenn du in deiner Rechnung konstant schlecht bist als alle anderen Variablen, wirst du abgestuft. Bist du konstant besser als alle anderen Variablen in deiner Liga, wirst du aufgestuft. Natürlich, stimmt auch, ne? Es gab ja ganz oft dieses Unranked to Challenger von irgendwelchen Pro-Gamern oder irgendwie sowas, ne? Oder Bronze to Challenger. Die haben es immer wieder geschafft. Die haben es immer wieder geschafft. Von daher denke ich nicht, dass. Also stimme ich dem einfach zu, ne? Wenn du selber konstant gut spielst, wirst du auch klein. Lukas F. schreibt: Im Normalfall ja, aber unter besonderen Bedingungen, Klammern, nee, das ist eher irrelevant, unter besonderen Bedingungen nicht immer. Wie sonst auch ist es eine relativ präzise Informationsquelle, aber man darf nie vergessen, dass es dabei Ausnahmen gibt. Natürlich gibt es Ausnahmen, ne? Es gibt Spieler, die sind zum Beispiel in einem Team etwas besser als in Solo-Queue, beziehungsweise auch in der Art und Weise, wie man beide spielt. Das heißt jetzt nicht, dass ein Typ, der im Team Ranked besser spielt, schlechter ist. Das heißt nur, dass die Art und Weise, wie man spielt, anders ist. Dennoch, ja, wie gesagt, er hat auch gesagt, es ist eine Ausnahme. Dennoch ist es so, dass Solo-Q sehr viel aussagt über dich selbst als Spieler. Über dich selbst, ne? Es ist ja ein Unterschied, ob du jetzt Hilfe von jemandem brauchst, damit du ein guter Spieler bist, oder ob du selbst ein guter Spieler bist. Das sind für mich immer zwei verschiedene Sachen. Darwin B. schreibt: Wenn man regelmäßig spielt, ja. Da hat er auch recht. Da hat er auch recht. Weil das Ding ist, wenn du keine Ranked Games machst, kann man so gesehen nicht sagen, wie gut du bist. Das Problem ist aber, wenn du Normal Games machst, Normal Games haben auch nur ein gewisses Elo-Cap, sag ich mal. Im Durchschnitt hast du da, lass mich mal lügen, maximal Diamond 3 Gegner. Einfach nur so im Durchschnitt, ich mir jetzt aus dem Arsch ziehen, ne? Das heißt, du wirst niemals den wissen, ob du wirklich Challenger sein könntest. Aber generell musst du eine gewisse Anzahl an Games gemacht haben, um selber zu wissen, wie gut du als Spieler überhaupt bist. Ganz einfach. Sag ich mal, du hast 10 Games gemacht. Das ist noch nicht so genau. Das sagt noch nicht so genau aus, wie gut du bist. Du hast vielleicht aber 100 Games gemacht und bist Silber 5. Dann gehörst du wahrscheinlich auch in Silber 5 rein. Chantal S. Ja, schon, aber nicht hundertprozentig. Es gibt eben auch Leute, denen Ranked zu blöd ist. Die sind dann unranked. Da kann man auch nicht sagen, ob die gut sind oder eben nicht. Ich habe auch schon sehr schlechte Platin-Spieler gesehen. Also tendiere ich zu Jein. Ich weiß nicht. Ich meine, dieser Platin-Spieler muss ja konstant besser sein als ein Goldspieler. Das ist für mich Fakt. So, vielleicht haben die Platin-Spieler mal schlechte Games oder sowas, oder man sieht ihnen nur Normal Games oder sowas. Kann ich nicht sagen. Normal Games sind für mich auch zu einem gewissen Grad irrelevant, weil die Leute dort nicht tryharden. Die Attitude, wenn man in ein Ranked Game reingeht, ist immer völlig anders, als wenn man in ein Normal Game reingeht. Im Normal denke ich mir: Okay, komm. Spiele ich Yasuo, gehe ich 3 gegen 1. Nein, ist ein schlechtes Beispiel, das tun die auch im Ranked. Spiele ich, was weiß ich, spiele ich eine LeBlanc. Ja, sehe ich, okay, ich kann in ein 1v1 reingehen. Ist besser als in ein 1v2 reinzugehen. Aber
Natürlich gibt es für die Leute, die keine Ranked spielen, eine gewisse Änderung. Und ich kann mich ja auch selbst als gutes Beispiel nehmen. Ich habe ja League of Legends in Season 1 angefangen. Und ich habe in Season 1 fast und Rounded Games gespielt. Ich habe eigentlich gechillt, Leute. Ich habe mein Gold-Elo gemacht, was 1600. Nee, ich habe die Season mit 1650 Elo beendet. Das war relativ gutes Gold. Damals war Gold-Elo das zweithöchste, was es gab. Ne? Platin war das höchste. Und ich habe nur Rounded Games gespielt. Und auf einmal habe ich angefangen zu tryhard. Ich habe Ranked gespielt. Nur Ranked. Und wisst ihr, was passiert, Leute? Ich bin instant auf 2000 Elo geclimbed. Instant. Das lag daran, dass meine Normal Game MMR so hoch war, dass ich nur gute Normal Game Spieler hatte. Hört sich vielleicht komisch an, ne? Und dadurch ist mein eigenes Level auch zu einem gewissen Grad gestiegen. Das heißt jetzt nicht, dass ich direkt Pro bin, ja? Ich würde mal diese 2000 Elo vielleicht mal als Diamond bezeichnen. Irgendwie so mittleres Diamond. Aber es hat ein gewisses Cap, wie weit euch Normal Games bringen können. Jetzt rein vom Skill her. Lukas S. schreibt, näher an sich schon, wobei es ja durch Random Winning oder Losing Streaks auch zu einer Abweichung kommen kann. Ist für mich ein schlechtes Argument. Winning Streaks und Losing Streaks haben wir alle mal. Das gehört dazu, aber es verfälscht ja nicht unsere Statistik. Das ist ja immer der Durchschnittswert, den wir haben. Und du kannst immer mal eine Losing Streak haben. Du kannst aber auch immer mal genauso gut eine Winning Streak haben. Von daher ist das für mich kein Punkt, wo ich jetzt sage, das spiegelt den nicht wieder. So, weil wenn du dann weiterspielst und dann wieder weiterhin alles konstant ist, musst du ja wieder auf den Ausgangspunkt ja wieder zurückkommen. Elias M. sagt, wenn man nur AFKler bekommt, kann man nicht aufsteigen. Leute, ich weiß, ich gehe jetzt ganz viel von Statistik aus, ne? Aber statistisch gesehen kann das nicht der Fall sein, ja? Das ist ganz einfach zu erklären. Du hast dich in deinem Team, du bist konstant nie AFK. Und dann hast du den Gegner, hast du 5 Gegner im Team, wovon jeder AFK gehen kann. Das heißt, während es bei dir 4 potenzielle Leute gibt, die AFK gehen können, gibt es bei den Gegnern 5. Das geht gar nicht auf. So, vielleicht hast du mal einen Tag, ne, wir hatten auch dieses Thema Losing Streak, wo du einfach mal eine Losing Streak hast, wo du 2-3 Leute hast hintereinander, die irgendwie AFK gehen oder sowas. Aber konstant gesehen kann es nicht sein, also statistisch gesehen, dass der Gegner, dass du mehr AFKler hast als dein Gegner, ne? Von daher ist es eine ziemlich schlechte Ausrede. Hier ist ein etwas großer Text von Fabian L. Objektiv gesehen ist es nur richtig zu sagen, dass Solokü zeigt, wie sehr man dazu in der Lage ist, ein Solokü-Game zu beeinflussen. Nicht mehr und nicht weniger. Und selbst das ist gewagt, da es genug geboostete Spieler gibt. Also von geboosteten Spielern gehe ich nicht unbedingt aus. Ne? Wir hatten ja schon bereits diese Einzelfälle, die vielleicht dann doch etwas besser sind als die Elo, die besser sind in der Elo als das, was es anzeigt. Wobei ich hier auch einmal klar differenzieren möchte. Ne? Es gibt Spieler, die haben eine höhere Hidden-MMR, als die Elo, ne? Aber sollten diese Spieler genügend Games machen, dann sollte sich das wieder normalisieren. Von daher zähle ich solche Fälle hier jetzt nicht mit dazu. Dass ihr dort schon mal Bescheid wisst, Leute. So. Also, ne, geboostete Spieler, von denen gehe ich gar nicht aus. Die sind hier für mich völlig irrelevant. Von daher scheißen wir auf die. Ich verstehe aber unter Skill das Gesamtpaket aus Mechanics, Decision Making etc. Und in dem Fall kann man es nur bedingt aus dem Solo-Queue-Rating ablesen. Ein Spieler kann scheiße in Solo-Queue sein, weil er einfach nicht dazu gemacht ist, mit totalen Randoms zusammenzuspielen oder eine total toxische Attitude hat und deshalb tiltet. Derselbe Spieler könnte aber theoretisch extrem gut da drin sein, Leute, die ihm im Spiel auch tatsächlich zuhören, zu organisieren und Calls zu machen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Spieler, die größtenteils nur wegen ihrem mechanischen in diesem... Nur wegen ihrem mechanischen in diesem Gammeln. Check ich nicht. Und für einige bedeutet Skill gleich Mechanics. Kurzum, League besteht nicht nur aus Solo-Queue, also sagt das Solo-Queue-Ranking auch nicht alles aus. Also Solo-Queue ist einer der Hauptpunkte von League of Legends. Natürlich ist League ein Team-Ranked-Game, aber wenn es darum geht, selbst zu wissen, wie gut bin ich selber als Spieler, es ist der beste Wert, den wir haben. Nehmen wir mal die ganzen Challenger-Spieler, okay? Nehmen wir mal Forbidden. Leute, Forbidden ist hier wieder ein gutes Beispiel. Ich liebe ihn als Beispiel. Der Typ war mechanisch sehr gut. Er war Riven One-Trick. Er war aber totale Krütze, total Kotz als Dingens. Als individueller Spieler. Also nicht als individueller Spieler, sondern als teamlastiger Spieler. Er war trotzdem ein sehr guter Spieler. Er war auch konstant weit oben in der Solo-Queue. Jetzt ist halt das Ding. Wenn die Solo-Queue-Elo angeblich nicht so ausschlaggebend ist, auch für das Team-Ranked, dann stelle ich mir dann doch auch jetzt die Frage, warum suchen sich LCS-Teams nur Challenger? Warum
suchen sich LCS-Teams legit nur Challenger. Wahrscheinlich, weil die besser sind. Weil was hier auch ein wichtiger Punkt ist, ne, gerade auch wenn man auf das Teamplay hinsieht, es ist leichter, einem Spieler Teamplay beizubringen, als die Mechanics beizubringen. Mechanics kann ein Spieler nicht anlernen. Also bis zu einem gewissen Grad. Jeder hat so irgendwo sein Cap, ne? Kommt halt auch immer drauf an, so wie das eigene Gehirn funktioniert und sowas alles und jenes. Aber generell gesehen ist ein mechanischer Spieler meistens, ne? Nicht immer. Wie gesagt, es gibt natürlich immer Ausnahmefälle, ne? Meistens ist ein mechanischer Spieler immer wertvoller als einer, der schlaus im Kopf. Natürlich auch abhängig von der Position und allem und jenem, ne? Es gibt auch mehrere Faktoren, die wir hier beachten müssen. Aber wie gesagt, Mechanics sind schwieriger zu lernen als zu einem Teamspieler zu werden. Das ist meine Meinung. Natürlich auch, habe ich das Beispiel auch selber genannt, es gibt welche, die spielen in einem Team besser als alleine, aber dann muss man auch sagen, dann ist er abhängig von anderen und sein eigener Skill wird er dadurch nicht besser. Sein eigener Skill wird dadurch nicht besser. Jetzt als Beispiel, ihr seid ein Top-Laner, ihr habt das Problem, ihr pusht immer und ihr wardet nicht. Und ihr sterbt in Solo-Queue die ganze Zeit deswegen. Dann hast du in deinem Team-Rank deinen Jungler, der dich komplett covert. Bist du jetzt ein besserer Spieler? Bist du jetzt ein besserer Spieler? Ich finde nicht. Ich finde nicht. Weil das heißt, du verletzt dich auf externe Sachen und nicht auf dich selbst. Von daher ist das... Ich kann den Punkt ein bisschen verstehen, aber ein bisschen auch gar nicht. Das ist meine Meinung, ne? Miguel B. schreibt, bin Support Main und finde selbst, dass ich besser spiele als der Durchschnitt in Silber. Mitspieler bestätigen mir das auch des Öfteren, aber ab und zu wird das Climben auch manchmal angehalten durch, ich nenne sie mal, Störenfriede. Wir sind eigentlich ziemlich lange in einer Meta gewesen, sogar teilweise immer noch, wo Supporter sehr viel Impact haben, gerade auf der Lane. Diese ganzen AP-Supporter sind da, wurden zwar etwas genervt, aber sind immer noch relativ stark. Von daher gefällt mir dieses Argument nicht. Jede Rolle kann, also jetzt, okay, Botlane ist so ein bisschen eine kleine Ausnahme, ne? Aber generell hat jede Rolle die Möglichkeit, auf ihre eigene Art und Weise Impact im Game zu haben. Sei es, dass ihr als Supporter vielleicht Roam geht, ihr müsst ja nicht unbedingt einen Carry-Supporter spielen, sei es, dass ihr die Lane gewinnt. Ja, gibt halt mehrere Sachen. Es gibt da immer Möglichkeiten. Bei Support hast du halt ein bisschen die Arschkarte, du bist von jemand anderem abhängig, das ist einfach so. Du hast einfach dein AD-Carry. Aber es gibt auch Supporter, die konstant climben. Es gibt auch Supporter, die Unranked to Challenger gemacht haben. Gibt's alles. Von daher würde ich das nicht mehr abhängig von der Position machen. Das würde ich nicht machen. Das finde ich falsch. Ich persönlich finde das falsch. Dann. Der Pimon S hat geschrieben, ja und nein. Sie spiegelt den Skill nicht wieder. Trotzdem gibt es nichts, was den Skill genauer widerspiegelt. Ich finde, das ist ein gutes Argument. Das ist so ein bisschen das Beste aus beidem, kann man sagen. Ihr werdet keine bessere Messlatte finden als Solo-Queue. Weil, wie ich es eben schon gesagt habe, Team-Ranked, LOL ist zwar ein Teamspiel, aber der Hauptpunkt in League liegt, also jetzt für den normalen Spieler, ne? Liegt nicht im Teamgame, sondern in Solo-Queue. Sondern im Solo-Queue. Es ist nicht so, dass euer Freund sagt, ey, welche Elo bist du? Welche Team-Rank-Elo bist du? Nein. Also jetzt in dem Fall ist es eher Flex, ne? Aber ihr wisst genau, Flex und kennt es auch ernst. Euer Freund wird euch nicht fragen, ey, welche Flex-Elo bist du? Oder welche 3 gegen 3 Elo bist du? Sondern er wird euch immer fragen, was bist du in der Solo-Queue? Solo-Queue ist immer das Wichtigste. Und es gibt keinen besseren Wert, also der euren eigenen individuellen Skill, hier bestimmt. Geht aber nicht. Individuell, Leute. Ganz wichtig. Individuell. So, da haben wir nochmal Broken Blade, ne? Der ja, ich bin ja sein Vorbild. Der hat auch nochmal mit dazu geschrieben. Natürlich spiegelt Solo-Queue euren Skill wieder. Das ist ja so, als würdest du für deine Leistung eine Note bekommen. Wie als wärst du in der Schule. Ist zwar nicht ganz richtig so, also er hat das halt ziemlich verallgemeinert, ne? In der Schule ist fast nur auswendig lernen. Vom Gefühl her. Natürlich hat League of Legends auch den Aspekt vom mehr oder weniger auswendig lernen. Ne? Du kannst natürlich deine Rotations auswendig lernen, du kannst auswendig lernen, wenn mein Gegner zu weit vorgeht, welche Route der gegnerische Jungler wahrscheinlich genommen hat. Oh, ich habe ihn gesehen, er hat 3 CS, das heißt, er hat Gromp gemacht und 2 Buffs, das heißt, hier seine restlichen Camps noch ab und sowas alles und jedem. Aber League ist auch sehr viel, wie nennt man das nochmal?
Projektionsarbeiten oder sowas. Das heißt, du lernst ein Thema und musst es auf etwas anderes anwenden. Ja, genauso ähnlich ist es auch, aber Leak ist auch eine körperliche Geschichte. Das heißt, ich würde es nicht generell mit Dingens vergleichen. Ich würde es nicht generell mit Schule an sich vergleichen, sondern vielleicht dann doch eher etwas mit dem Sportunterricht. Boah, das ist ein gutes Beispiel, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber im Endeffekt kriegst du eine Note. So, zum Jahresende bekommst du deine Note und die sagt dann aus, du warst so gut. Das ist so gesehen das Seasonende. Und natürlich wird dann dort der Durchschnittswert genommen und nicht dein Peak. Sonst macht das Ganze ja gar keinen Sinn. Aber ja, Leute, das hier waren die wichtigsten Kommentare zu dem Thema, das ich hier, die ich hier gefunden habe. Und auch mit meiner Meinung, würde mich mal echt interessieren, was ihr dazu denkt. Schreibt es einfach ab in die Kommentare rein. Vielleicht kriegen wir da auch eine normale Diskussion in. Hoffentlich flammt ihr euch nicht. Und ja, Leute, ich bin dann noch erstmal weg. Tschüss, haut rein und bis zum nächsten Mal.